Seit Anbeginn der Zeit ist die Menschheit gezwungen, ums Überleben zu kämpfen. Dieser Kampfgeist findet seinen absoluten Gipfel im Wettstreit zweier Männer, die sich Freunde nennen. Doch wofür? Ruhm für den Sieger, Demütigung für den Verlierer. Sehen Sie jetzt Kenny vs. Benny. Der Wettkampf diese Woche ist einfach. Ein Ausdauerkampf und ein Albtraum. Wer kann am längsten stehen bleiben? Wer sich als erstes hinsetzt, verliert. Ich definiere erstmal die Regeln, so wie immer, weil ich es mit Kenny zu tun habe. Man darf sich nicht anlehnen. Bursche, das ist stehen. Nein, es ist nicht. Natürlich. Es ist nicht. Ist es? Du achtest immer auf solche Kleinigkeiten. Ja, ich achte immer auf sowas, weil wir einen Stehwettkampf veranstalten und ich werde dich nicht an der Wahrheit herumfuschen lassen. Ja, ja, man muss stehen. Ich bin vorbereitet. Wir fangen an. Warte, ich will noch letztes Mal die Beine anziehen. Eins, zwei, drei. Und los geht's. Das ist das erste Mal, dass ich mir im Stehen meine Hosen anziehe. Das war einfach. Ich werde gewinnen. Das ist ein Stützkorsett. Ich habe noch nie versucht, so lange stehen zu bleiben. Das verstehe ich nicht. Hier ist eins. Fühlt sich wirklich gut an. Ich will eine Definition für stehen. Ich will Beweise für den Fall, dass es zwischen Kenny und mir hässlich wird. Falls es zwischen uns beiden hässlich wird. Kenny, ich habe gerade mit dem Kerl von Merriam-Webster's Dictionary telefoniert. Laufen ist nicht gehen. Also müssen wir uns darauf einigen, dass wir laufen dürfen. Er sagte, dass Anlehnen auch nicht stehen ist. Na, das ist doch totaler Quatsch. Nein, ist es nicht. Na, guck mal, jetzt stehe ich. Du musst dein Gewicht tragen. Ist mir egal, was er sagt. Das ist stehen. Ich weiß, dass dir das egal ist. Ja. Er arbeitet für Merriam-Webster's Dictionary. Na? Und du? Ja. Naja, bist Kenny. Ach komm. Siehst du, du lehnst dich an. Jeder würde sagen, dass ich jetzt stehe. Weißt du was? Ich stehe. Du bist einfach dickköpfig. Bin ich nicht? Ich stehe. Ist mir egal, was er sagt. Was soll das jetzt? Ich stehe und ich werde gewinnen. Ich lehne mich nicht an. Das ist ein epischer Ausdauerkampf. Und den werden wir nicht in den ersten 5 Sekunden verlieren. Komm, wir stehen. Der Erste, der sich hinsetzt, verliert. Das war's. Nein. So läuft die Show. Doch. Werden wir sehen. Ich find's nicht gut, dass wir uns bei einem Wettkampf über die Auslegung streiten. Sich anlehnen ist nicht stehen. Doch, ist es. Laufen ist okay. Weißt du was? Laufen ist okay. Ich kann stehen, aber ich kann dich nicht ausstehen. Das werde ich ihm dieses Mal nicht durchgehen lassen. Der Einsatz ist zu hoch. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich werde ihn bekämpfen. Ich werde einfach so bleiben. Solange ich meine Beine nicht mehr als 45 Grad beuge, sie nicht in eine Sitzposition bringe, ist es total legal. Und ich stehe es, Benny. Ich lehne mich nicht an. Ich bin ein Purist, das bin ich. Benny ist ein Purist und wenn ich stehen bleibe, dann so pur wie möglich. Kenny weiß mehr als ein Typ, der für ein Wörterbuch arbeitet. Freunde, das ist Schwachsinn. Goldfield. Wie geht's? Wie geht's Ihnen? Sie sehen gut aus. Fantastisch. Bitte setzen Sie sich. Ehrlich gesagt, kann ich mich nicht setzen. Oh, kein Problem, kein Problem. In diesem Wettkampf geht's darum, wer am längsten stehen kann. Wieso? Das ist ein seltsamer Wettkampf. Ja. Wie lange haben Sie denn vor zu stehen? 3 Tage. 3 Tage? Okay. Da empfehle ich Ihnen eine eher Zehenmassage. So können Sie Ihren Kreislauf verbessern. Clever. Kann ich mich gegen die Wand lehnen? Ich stehe doch noch, oder? Sieht nach Stehen aus. Ja, sieht so aus. Das ist Stehen. Ja. Ich glaube schon. Ja? Siehst du, Benny? Goldfield sagt, dass ich stehe. Ja, ja, ja. Danke. Jederzeit. Viel Glück. Wir sehen uns bald wieder. Sie werden der Gewinner sein.
Ich werde der Gewinner sein. Da ich stehe, muss ich auch im Stehen essen. Die besten Hotdogs der Welt. Wenn Sie an einem Wettkampf teilnehmen würden, um zu sehen, wer am längsten stehen kann, ohne sich hinzusetzen, und die Person, gegen die Sie antreten, lehnt sich an, würden Sie sagen, dass derjenige gestanden hat? Würde ich sagen, dass derjenige gestanden hat? Nein, ich würde sagen, er hat geschummelt. Danke, mehr muss ich nicht wissen. Auf zum Gewürzstand, da muss man sich nicht hinsetzen. Ich hab mir den Mund verbrannt. Ich bin hier in der Ghetto-Gegend, einem der kriminellsten Bezirke der Stadt. Ich habe ungefähr 300 Mäuse und... Also, ich habe einen Freund und wisst ihr, ich will gar nicht, dass ihr ihn zusammenschlagt oder so. Bringt ihn nur dazu, dass er sich hinsetzt. Kennt ihr jemanden, der sich vielleicht, schnell einen Honey oder so dazu verdienen will oder so? Nein, aber ich brech dir deine scheiß Beine, Alter. Hier wird mir der Schädel eingeschlagen. Schatz, ich muss einfach versuchen, länger zu stehen als er. Da ich mich nicht hinsetzen kann, muss ich die hier anziehen. Und dann mache ich Boom Boom. Auch bekannt als Scheißerchen, Brauner, Kaki, Flitzi oder Wurst. Ich schätze mal, man tut's einfach. Bleibst du die ganze Nacht wach? Schläfst du im Stehen? Naja, was machst du, um zu schlafen? Ich meine, klar, ich versuche die ganze Nacht zu stehen. Ich versuche im Stehen zu schlafen. Du kannst nicht im Stehen schlafen. Wie soll das gehen? Warum kümmerst du dich nicht um dich selbst? Was bist du, eine Kuh? Ja. Das geht nicht, deine Knie werden nachgeben. Kümmer dich um dich selbst. Seht ihr, damit muss ich mich rumschlagen. Ich muss ihm glauben. Ich muss die Genugtuung haben, dass du das wirklich machst. Mann, ich verspreche es dir, ich werde stehen. Nein, deine Definition von stehen ist anders als meine. Ich habe Bungee-Seile unter meinen Armen. Die werden von einer Stange gehalten, damit ich so schlaf. Das war's. Wenn du das machst, war's das. Das war's nicht. Du kannst ja jederzeit aufhören. Eine Heulsuse. Heulsuse? Denk, dass ich nicht stehe. Ich bin keine Heulsuse. Du heulst rum. Ich heul nicht rum. Stehe ich jetzt gerade? Das ist okay für mich. Okay, ist das für dich okay? Nein. Was soll's, mir haben heute einige zugestimmt. Goldfield hat's gesagt, er ist ein Wissenschaftler. Goldfield ist verrückt. Nein, ist er nicht. Goldfield ist verrückt. Sowas sagt man nicht, er ist ein sehr gebildeter Mann. Er ist leicht irre. Überhaupt nicht. Das ist total Schwachsinn. Klar. Ich habe die ganze Nacht Zeit, um in den Baumarkt zu gehen, mir Bungee-Seile zu besorgen. Ich besorge mir einen Kran. Jetzt muss ich ihm die ganze Zeit beim Heulen und Jammern zuhören. Ganz genau. Keiner zwingt ihn dazu. Ich habe mich von den Astronauten inspirieren lassen. Astronauten schlafen im Stehen. Und ich werde auch im Stehen schlafen. Ich befestige den Schlafsack an den Ketten, damit ich die ganze Zeit stehe. Die Bungee-Seile kommen unter meine Arme, so kann ich nicht umfallen. Dann bleiben meine Beine gerade, während ich schlafe. Weltraumtechnologie. Und mein Gewicht verteilt sich. Ist ziemlich gut. Ich schlafe im Stehen. Das ist der Hammer. Im Grunde habe ich mir damit den Sieg gesichert. Dank der Astronaut. Oh, war das beschissen. Ich habe gerade mal von 4 bis 6:30 geschlafen oder sowas. Und meine Beine bringen mich um, ehrlich. Aber heute fahre ich die ganz großen Geschütze auf. Ich habe ein paar Hilfsmittel. Die werden mir helfen, durch den Tag zu kommen. Okay, Leute, ich trage hier Beweismittel zusammen. Mehr kann ich eben nicht tun. Krücken, gut, ja. Die sind Teil meiner zweiten Tag-Hilfsmittel. Das ist Stehen. Ich stehe, Leute. Das ist Stehen. Ich stehe, Leute. Ich stehe, Leute. Du läufst mir da gerade im Weg rum. Entschuldige, dürfte ich mir vielleicht mal einen Kaffee holen? Heb die Hand hoch. Super. Das ist gut. Was für eine Heulsuse. Das ist ein Typ, der für seinen eigenen Untergang posiert. Und der merkt es nicht mal. Guck mal, wie er da steht und rumläuft. Du bist angeblich 24 Stunden wach und siehst nicht mal müde aus. Glaub mir, ich bin müde. Lügner, du hast dich angelehnt.
Wenn ich ehrlich bin, ich habe mich gestern Abend ein bisschen angelehnt. Das sage ich ihm aber nicht. Wieso auch? Er lügt mich auch ständig an. Ich habe mich ein bisschen angelehnt, aber ich habe gestanden. Ich finde zwar nicht, dass Anlehnen stehen ist, aber er hat sich vor mir angelehnt. Also wenn es drauf ankommt, wird er sowieso verlieren. Aber ich werde ihm nicht die Genugtuung geben. Ich werde Ihnen helfen, sich so aufzuhängen, dass Sie trotzdem weiterhin stehen. Großartig. So? Gut. Und auch so. Okay. Ich habe eben erst herumexperimentiert, wie ich meine Handgelenke einwickeln kann. Damit können wir ins Detail gehen, wenn die Kameras aus sind. Mach raus. Das ist sehr bequem. Ich stehe auf einem Bein. So können Sie hier stundenlang hängen. Rüber. Meine Beine. Gut. Oh, das ist gut. Oh. Das ist echt gut. Ist das nicht gut? Ja. Ja? Ja, und würden Sie sagen, dass ich jetzt stehe? Ich würde sagen, das ist stehen. Sie stehen auf einem Bein. Ja, das ist unglaublich. Ja. Oh mein Gott. Wir können es schaffen. Ach, da haben wir es. Oh, so super. Das ist ja total hilfreich. Unterstütztes Stehen. Wir versuchen jetzt ein paar Stellungen, in denen Sie Ihr Becken ein wenig entlasten können. Gut. Ja. Ich habe nämlich viel zu viel Gewicht auf meinem Becken, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich denke nicht, dass irgendjemand sagen könnte, dass Sie nicht stehen. Aber Sie werden es versuchen. Ich bin hier neben meinem alten Freund Jack Dope. Wahrscheinlich einer der schlauesten, wenn nicht gebildetsten Menschen, den ich kenne. Ich will, dass Kenny mit ihm redet, damit das ein für alle Mal geklärt ist. Also ich habe meinen alten Lady Walker und meine Krücken habe ich auch zum Laufen. Hallo? Kenny? Ja. Du erinnerst dich an Jack, oder? Hey, Jack, mal wer da kommt. Schön, Sie zu sehen. Gut sehen Sie aus. Hey, Sie. Er ist ein gebildeter Mann. Stimmst du mir dazu? Oh, einer der gebildetsten, die ich kenne. Okay, das ist einer von seinen Apparaten. Habe ich Ihnen ja unten auf den Fotos gezeigt. Ich nehme nur ein bisschen Gewicht von meinen Schultern. Ich würde sagen, Sie hängen. Nein, es ist nicht hängen. Man hängt, wenn die Füße den Boden nicht berühren. In Wahrheit stehe ich. Ich finde, dass ich noch stehe. Sitzen tun Sie definitiv nicht. Kann ich mich nicht unterstützen, während ich stehe? Man kann drüber diskutieren, nicht wahr? Man könnte behaupten, dass ich stehe, wenn ich das mache. Ja, das stimmt. Ich muss zugeben, dass einige Leute seinem Standpunkt recht geben würden. Korrekt. Darüber könnte man diskutieren. Richtig. Mehr muss ich nicht wissen. Es ist ja auch so, keiner verbietet Spenny unterstütztes Stehen. Er hat genauso die Möglichkeit, sich Krücken zu besorgen oder ein Trapez. Das stimmt. Ich erlaube ihm sogar, das zu benutzen. Dann hat er also Schwierigkeiten, ihn geistig bei der Definition zu folgen. Hat er. Wissen Sie wieso? Weil er... Ich habe Schwierigkeiten? Warte mal eine Sekunde, lass mich mal reden. Ganz ehrlich, seine Einstellung der ganzen Sache gegenüber ist sehr negativ. Er ist geradezu grantig. Er ist gelaufen, gerade eben erst die Treppe hoch. Halt die Klappe. Klappe, du machst mich krank. Sehen Sie, wie grantig er ist? Ja, ich... Hör auf zu reden. Ich bin einfach ein bisschen raffinierter als du. Er hat nicht die Ideen, um sich selber zu unterstützen, aber ich kann... Wie beschreibt man so eine Person? Eine Person, die... Raffiniert. Raffiniert. Oh, er ist eine sehr facettenreiche Persönlichkeit. Das könnte ich in einem Wort nicht beschreiben. Willst du vielleicht sagen, dass er ein Betrüger ist? Ihre Worte, nicht meine. Betrügerischer Betrüger, Schummler. Wenn jemand einschläft, Jack, was würden Sie sagen, was passiert da mit seinem Körper? Wie wir alle wissen, entspannt sich der Körper. Er geht in den Schlafsack und seine Schultern und Achselhöhlen sind damit quasi umschlungen. Könnten Sie jetzt in diesem Zustand ehrlich sagen, dass das selbstständiges Stehen ist? Tja, Spencer, wir haben hier ein Problem. Ihr hättet euch darauf einigen sollen, haben wir nicht. Ob ihr außer euch selbst andere Hilfsmittel benutzen dürft, die euch beim Stehen helfen. Danke. Anscheinend hattet ihr keine Einigung. Es gibt keine Regeln. Deshalb hat er diese Hilfsmittel. Na toll. Er hat den ganzen Wettkampf ruiniert mit seinem Verhalten und seiner ganzen Auslegungsscheiße. Setz dich. Niemals. Wenn ich nicht stehe, Spenny, dann setz dich. Seht ihr? Und deswegen geht es immer noch weiter. Gerade eben hat er sich vielleicht eingestehen müssen, dass Sie ihn intellektuell überlistet haben. Ja, ich habe ihn intellektuell überlistet. Dankeschön, Jack. Du hast da wirklich einen 1A-Sachverständigen angeschleppt, Benny. Kenny, war schön, Sie wiederzusehen. Jack, es ist mir immer wieder eine Freude. Passen Sie auf sich auf. Also, wie ihr gerade selber gehört habt, Jack Dope hat gesagt, dass ich Spenny intellektuell ausgetrickst habe. Das ist mein erster Windelwechsel in 2 Tagen. Nicht schlecht. Wie ein neugeborenes Baby. Ich hänge hier noch mal ein bisschen ab. Ist eine Fußmassage okay oder ist das auch Schummeln?
Unterm Strich bedeutet das, dass er seine Meinung nicht ändern wird. Also mein Kreuz tut echt weh und meine Knie fangen auch schon an. Deswegen frage ich mich jetzt, was mache ich hier? Wozu Ärger? Ich besorge mir auch ein paar Gurte. Das ist lächerlich. Ich hänge hier in der Garage rum. So tief musste ich wieder sinken. Niveaulos. Ich verrate meine Prinzipien, das tue ich nicht oft. Aber heute habe ich es definitiv getan. Aber es ist echt befreiend. Oh mein Gott, fühlt sich das gut an. Ich gehe jetzt nach oben zu Kenny, um herauszufinden, ob dieser Wettkampf noch irgendeinen Sinn macht. Ich denke, er ist für den Arsch. Wir sind fertig. Ich bin fertig. Ich mache auf keinen Fall die Demütigung. Ich finde, er hat schon vor einer Ewigkeit verloren. Nur gibt es nicht zu. Das ist eine absolute Katastrophe. Wir haben uns auf ein Unentschieden geeinigt. Aufgrund der Definition. Der eigentliche Wettkampf wurde nicht ausreichend definiert. Deswegen gibt es nun ein Standoff, ein Stechen. Wir werden auf einem exakt gleich großen Platz stehen. Derjenige, der sich als erster von seiner Position wegbewegt, verliert den Wettkampf und erleidet eine Demütigung. Okay, der Standoff wird jeden Moment losgehen. Ich markiere gerade ein paar Kästchen auf dem Boden, damit wir sehen, wo wir stehen müssen. Aber es ist Zeit für ein Zeichen der Widerstandsbewegung. Klassisches Juckpulver aus dem Scherzartikelladen. Kenny, ich applaudiere dir. Du verhältst dich wie ein Mann mit Integrität. Ehrlich, das schockt mich, aber es ist grandios. Das ist Durchhaltevermögen. Ich will Spenny nur beweisen, dass es keine Tricks gibt. Ich trage keine Windeln für Erwachsene, keine Schienen an den Beinen. Ich würde sagen, wir machen das ohne Schuhe. Dann wäre der Wettkampf total unverfälscht. Ich finde, das ist eine gute Idee. Unverfälschtes Stehen. Auf drei. Die Füße dürfen sich nicht bewegen, Kenny. Stand off. Stand off. Eins. Zwei. Drei. Viel Glück. Viel Glück. Irgendwie juckt's mich am Knöchel. Bei mir juckt's unter meinem Fuß. Ja, bei mir auch. Das muss der Teppich sein. Meine Füße schwitzen. Boah, ist der Teppich scheiße. Ich weiß nicht, ob man da barfuß drauf stehen sollte, weil meine Füße so schwitzen. Boah, mir juckt's wie verrückt. Was geht hier ab? Oh mein Gott. Mein Fuß juckt gerade so doll. Mein Fuß auch. Und mein Knöchel und meine Kniescheibe. Das ist unerträglich. Stell dir vor, dass sich da unten ein kleines Insekt verbirgt, das versucht, sich in deinen Fuß reinzubohren. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Oh Mann. Oh mein Gott. Meine Arme jucken so. Oh, scheiße. Aus irgendeinem Grund juckt meine Haut überall. Das ist merkwürdig. Ich halte es nicht aus. Verständlich. Meine Kniescheiben jucken auch total. Ich krieg's nicht hin. Erzähl nicht. Scheiße. Komm schon. Es wird schlimmer. Es geht nicht. Ist das irgend so ein psychologisches Ding? Ich halte das echt nicht aus. Geh aus der Box. Ich weiß nicht aus. Ja! Ja! Sieger! Sieger nach drei Tagen! Oh mein Gott, ich hab gewonnen! Scheiße! Meine Füße jucken auch voll. Das ist der Schweiß wegen dem Teppich. Wie auch immer, ich hab diesen Wettkampf gewonnen. Ich bin fertig. Aber, ich glaube, Spenny hat da noch was zu erledigen. Die Demütigung.
Ich wollte irgendwas mit Füßen machen, ihr wisst schon, stehen und so weiter, also muss mir Spenny einen Fußnagel abknabbern. Mundspülung. Ich beiß ein bisschen was von deinem Fußnagel ab und das war's. Ich werde nicht... Und wenn du deinen Fuß in meinen Mund stecken solltest, auf irgendeine Weise oder... Na, du weißt schon, dann werde ich dich schlagen und ich werde hart zuschlagen. Nur die Zähne und Fußnägel. Oh mein Gott. Verpass das nicht. Ich mach das kurz und schmerzlos, so schnell wie möglich. Ich habe mir einen Zeh ausgesucht. Alter, die Farbe, Kenny. Ich nehme den kleinen hier. Ich tue das nur für euch, nicht für mich. Ich kann nicht. Hör auf zu zappeln. Was denn? Ich mach die schön locker für dich. Und los geht's. Tu es. Tu es. Ja, ja, ist okay. Ich mach ja schon. Ich kann das nicht. Zieh durch jetzt. Kann ich nicht. Es geht nicht ab. Das geht, da geht gar nichts ab, Mann. Ich hab zugebissen. Ich will ein bisschen Nagel in deinem Mund sehen. Kau drauf. Kau drauf. Geht nicht. Es geht einfach nicht. Mach zu, Mann. Beiß zu, du Idiot! Beiß zu! Ich hab's gemacht, ich hab's gemacht! Ich will was vom Nagel sehen! Nein, es klappt nicht! Deine Nägel brechen nicht ab, Mann! Ah, du hast ein Stück Haut erwischt! Beiß zu, kau auf rum! Na, ich will's sehen! Ich kann's nicht sehen! Da ist es, da ist es! Okay, Spenny hat's geschafft! Mehr Mundspülung! Noch mehr Mundspülung. Das war ziemlich fett. Doppelte Demütigung.